Herzlich willkommen zur 85. Folge. Nein, nicht Faktorisierung, sondern Potenum. Hallo, Felix. Also, Guten Tag. ist deine Bedbox, die du da oben hingeballert hast, ist die schon, war die schon voll oder lädt die gerade noch? Die habe ich ab der Menge, die ich brauchte, abgekapst, um den einen Maschinenframe fertig zu bauen. Ah, okay. Also nein, sie lädt nicht mehr, aber ja. Aber sie lädt jetzt gerade wieder. Oh, ist doch mal ein bisschen schneller hier eigentlich. Oh. Meine 2,6 Essen sind der, die ich mir irgendwann mal vor 10 Folgen geholt habe. Aber wie gut, dass wir hier noch Baguette haben und Brötchen haben. So. So, was fehlt jetzt noch? Ach, dammit. Was fehlt jetzt noch an? An Emeralds. Wahrscheinlich 60. Ja, nee, 60 wahrscheinlich mehr ganz. 55 schätze ich jetzt mal noch so grob, ne? Sind 58. Theoretisch gesehen sind sogar die 60, die du meinst, aber wir haben ja zwei Emeralds gerade eben zu viel gemacht, mehr oder weniger. Okay. Habe ich hier noch irgendwo? Nein, natürlich. Wo habe ich denn hingeballert? Da habe ich ihn hingeballert. Ich habe aus Versehen meine Fackel in den Dings geschmissen. In das Wasserloch platziert. Glückwunsch. Habe ich mir auch gedacht. Oh, Kart, kannst du mal hier ein bisschen schneller machen, ey? Hast du jetzt die Power Cells ausgetauscht und in die Medium hingestellt? Was? Hast du die Power Cells jetzt ausgetauscht und hat die Medium hingestellt? Wo? Jetzt sind Beladen da. Das war doch eigentlich mal eine kleine, oder nicht? Die nur 5 Millionen gefasst hat, oder nicht? Nein, das, du hast die große da unten. Okay. Das war schon immer eine Medium. Wir haben die eine kleine, die wir haben, steht ja oben an dem einen Gerät. Du hast die Medium, das war ja die wir immer zum Beladen an der Dings hatten. Hier unten am Dieselgenerator. Und ja, ansonsten haben wir jetzt halt unten noch die anderen. Die, was sind das jetzt? Vier? Ich glaube vier großen. Also vier Mediums. Juhu, er hat noch gar nicht gemerkt, dass die Schleiminsel weg ist, oder? Nee, tatsächlich nicht. Meinst du, ich habe mir ohne Grund eine scheiß Schaufel gebaut? Dachte ich.
damit ich für dir flexen kann, wenn ich einmal kurz 57 Blöcke Sand auf einmal abbaue, so gefühlt. Na dann, Das war. mach das das Ding tatsächlich. Nicht ganz, hat aber den gleichen Effekt wie der Hammer. Macht also 3x3. Okay. Und die Axt, die ich habe, die haut den ganzen Baum um. Okay. Ich weiß immer noch nicht, wofür du die Axt jetzt eigentlich gebaut hattest, aber okay. Ach Scheiße. Die brauche ich für eine Maschine. Aber dafür brauche ich noch andere Sachen, was ich nicht eingekalkuliert hatte. Es gibt aber gar kein Crafting-Konzept, wo das drin steht in der Diax. Zumindest wird es mir nicht angezeigt. Mal ganz kurz. Oder. Falsche Richtung. Also ich glaube, dass wir Emeralds relativ zügig reinbekommen. Dass das doch wesentlich schneller geht, als wir das denken. Vielleicht. Wir haben halt bloß wieder keine Zellen mehr, ne? Was für eine Zellen? Ja, deine tollen scheiß Zellen zum Flüssigkeit reinparken. Aber es wäre jetzt auch dumm, die aus Latex rauszuklauen, oder was weiß ich. Ja, das wäre nicht so toll. Also da muss ja, ich muss gleich mal gucken, was wir noch was die Zähne gekostet haben. Ich glaube, die waren Eisen. Ja, habe ich Eisen gekostet. Gut möglich, ja. Nein, die kosten Tin. Und du brauchst ein Glaspanel halt. Also Okay, das geht aber eigentlich. für 16 Stück brauchst du 4 Tin und eine so eine Glasscheibe. Theoretisch gesehen geht's ja. Erinnert aber nichts daran, dass es auf Zeit gesehen ab einer gewissen Menge dann auch irgendwie unübersichtlich wird, weil man dann 5835 Dinger von ihnen hat, so ungefähr. Was ist das? Das ist die Testerspule da vorne. Alter! Es ist etwas so laut für dich. Mhm. Das freut mich, das war extra. Das heißt, zwei Machine Frames sind jetzt am Arbeiten, oder was? Richtig. Dann ist der dritte fertig. Ich habe ja schon den Magma Crucible. Das heißt, wir können jetzt so ziemlich jede Sache in eine Flüssigkeit umwandeln. Mit dem Magma Crucible. Ja. So, und Heißt. das Ding hier ist auch schon wieder voll. Deine Crafting Station, da kannst du hier weitermachen Ja, aber ich habe halt kein Eisen mehr, ne? Und Dias sind auch nicht mehr so gut vorhanden. dann. Ja, okay, das ist. Und es fehlt auch noch ein Iridium-Ingot halt, ne? Insgesamt. Das heißt, wir brauchen jetzt Iridium. Wir Ja, brauchen hier ein zumindest bisschen. eins halt. Aber also wenn wir das nicht bekommen, haben wir halt nur 7 Maschinencasings. Könnte aber auch reichen, um das zu erreichen, was du haben wolltest. Aber das ist dann halt nicht mehr garantiert, so ungefähr. Mit 8 kann ich es dir sogar, glaube ich, fast garantieren, so, aber mit 7 könnte es eng werden, aber es könnte auch passen. Hängt halt davon ab, was, ob sich hinter Autofarming noch eine zweite Maschine verbirgt und was bei No Better Alloys noch so hintersteckt, so ungefähr. Okay.
Wobei ich für No Better Alloys vorher sowieso noch ungefähr 38 Stacks Eisen brauche. Weil ich gerade was festgestellt habe, was mich gerade extrem frustriert. Okay. Ich glaube, wir sollten anfangen, alle Quests von oben nach unten abzuarbeiten, gefühlt, wo wir jetzt schon haben, so ungefähr. Factorio sollten wir zum Beispiel mal fertig machen. Weil den Arc Furnace brauchen wir, um bei Thermal Foregoing überhaupt No Better Alloys freizuschalten. Das heißt, selbst wenn ich jetzt den Magma Crucible und den Fluid Transposer beide habe, wo ich übrigens auch 64 Kannen rausbekomme. Aber wir haben jetzt übrigens noch 6 Dias, ne? Von 61 am Anfang dieser Aufnahmesession. Okay, das ist dann doch schon ein wenig übel. Hui. Naja, ich habe ja alleine 32 ausgegeben für die verbesserten Casings da, ne, die harden Casings. Aber die brauche ich halt. Also die Maschinencasings brauche ich ja sowieso. Ob ich die erst jetzt ausgebe oder in einer Stunde, ist ja egal, ne? Grundsätzlich ja. Diese 5 Minuten, die das Scheißteil braucht, um diese Dinger zu produzieren, sind aber auch ätzend, wenn du eigentlich nur darauf wartest, dass sie fertig sind, so. Ja, das stimmt auch schon wieder. Eigentlich könnte man gewisse Kisten auch einfach mal durchgehen und Sachen bestimmter Art wegwerfen, so ungefähr ein Lava-Ding oder so. So diese ganzen Holz-Pattern-Dinger so kann man wegwerfen, so wenn wir daraus zumindest einen Cast schon hergestellt haben, so. Dann kannst du bestimmte Sticks und Oak Planks auch vermutlich wegwerfen, so viel Holz wie wir haben. Zumindest aktuell noch. Nimmt halt alles einfach Platz weg. Ja, ist schon richtig. Dann hat man Eigentlich. wenigstens inzwischen mal so ein bisschen einen Überblick über das, was man hat. Das Problem ist bloß zu unterscheiden, was man aufheben sollte und was man wegdonnern kann, so ungefähr. Das Problem ist, dann donnerst du nämlich was weg und dann. Ah, gerade weggeschmissen. Das nächste Mal sollten wir übrigens, bevor wir Sachen anfangen zu craften, erstmal alle Kisten nach Sachen absuchen, so ungefähr, glaube ich. Das habe ich natürlich gemacht. Habe ich Könnte ich hier gemerkt. nichts dafür, wenn du das nicht machst. Deshalb habe ich auch gerade noch 3 Data Storage Dinger gefunden. Also die Circuits. Die hast du hier gebaut. Ne, die lagen in einer Kiste drin. Von dir. Kann ich mich nicht daran erinnern. War mir klar, du erinnerst dich Muss aber an relativ wenig. ein Fehler gewesen sein. So, das heißt, dann könnten wir jetzt, wir haben mehr oder weniger ausreichend Strom. Richtig. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch anfangen mit der Geschichte, die ich schon vor, warte, Folge 62, so vor ungefähr 23 Folgen gebaut habe. Und das ist. Um halt unsere Baum-Saplings wegzumachen, die Still halt und der Fermenter, dass wir halt aus der Biomasse halt über Dynamos auch noch Strom machen können. Und das ist halt nicht wenig. Na dann. Solange du aufpasst, dass du nicht alle Setzlinge wegverfasst. Wobei es egal wäre, ich glaube, wir haben genug Platz hier draußen. Genau, richtig. Und der platziert ja automatisch, er hat ja immer auch 3 Stack-Saplinge automatisch eh in sich drin. Und das heißt, man kann jetzt auch nach und nach anfangen, auch die Baumfarm dann jetzt wieder so zu bauen, so auszubauen, dass halt ein Card das Ding wunderbar wieder funktioniert. Weil dementsprechend können wir dann halt auch massiv
unseren Baum-Output, wenn wir das wollten, noch erhöhen. Nachteil an der ganzen Geschichte ist, wir brauchen dafür halt Eisen. So. Aber ich habe jetzt von Anfang der Folge den Voltohrminer angemacht. Um einfach nur mal zu gucken, ja, also das heißt, das Ding läuft jetzt 15 Minuten. Um einfach nur mal zu gucken, wie es aussieht. Wir haben ein Appetit. Wir haben 13 Zinnrohr. Wir haben 16 Kupferrohr, 19 Kohlerohr, 46 Aluminiumrohr und 36 Ironrohr. In 15 Minuten. Ist, naja, also es ist mehr, als ich eigentlich erwartet habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin zu fett, um über das Kabel rüber zu springen. Oh, ah, ist das schön. Ich glaube, ich bleibe lieber unten in meinem Keller. Okay. Lach doch nicht nur, weil ich zu fett bin, um zu springen, ey. Wir haben mittlerweile 249 Redstone-Blöcke, ne? Was können wir denn mit Tungsten das anfangen? Frage. Zu Tungsten Ohr vermutlich verarbeiten. Nein, zu Small Pile of Things. Ah, wir können es in Industrial Glass, findest du, Tungsten Ingots machen. Oder zu Wolframium. Für was brauchen wir das Zeug? Mixed Metal Ingot. Okay. Mixed Metal irgendwas. Energy Flow Circuit. Okay. Super Conductor. Turbinhousings. Oder zu Tungsten Plates oder wieder zurückquaschen. Oder mit Steel Ingot zu Hot Tungsten Steel Ingot und. Ach, keine Ahnung, ich packe das erstmal in die Kiste hier rein. Dann. Manganese? Ich habe keine Ahnung, was man womit macht. Frag mich nicht. Ingwer machst du aus Manganese. Aluminium, Kupfer, Zinn, Iron. Okay. Das Interessante ist, wenn man die Kiste da nicht ab und zu mal leer macht, dann haben wir tatsächlich echt schon ordentlich was hier an Sticks. Oh, wir haben noch 52, 53 Eisen jetzt haben wir noch. Und Reinforced Metal haben wir hier noch. Und Stahl und Zinn. Und ordentlich Uranium haben wir eigentlich auch schon.
Oh, wie toll. Ich brauche zwei Pistons, zwei Iron Gears in Redstone, zwei Plastik und einen Flower Pot für das eine. Warte mal, was hast du denn jetzt freigeschaltet? Das Pflanzenzeug. Autofarming. Das war doch das, was du wolltest, oder nicht? Du wolltest einmal zu No Better Alloys und einmal, glaube ich, Autofarming. Wo ist denn das jetzt hier? Nein, Inzwischen das sind ist. aber so 35 Sachen freigeschaltet, das ist ja schön. Wir haben jetzt auch einen Mob-Duplikator übrigens, ne? Freigeschaltet und so. Aber wenn ich den Autofarming mache, sind wir schon wieder vom Punkt her so weit, dass wir fast direkt zur Stufe 6 von dem Voidor Miner fast können, so ungefähr. Gibt halt noch ein, zwei Vordinger, die Quests, die man machen muss, aber dann sind wir auch schon fast da. Bebop, dafür brauchen wir Bebop. Dafür XGN brauchen wir Reasons of the Soul. Für Reasons of the Soul brauchen wir Mo Better Alloys und Autofarming. Genau. Autofarming und Mo Better Alloys. Ja, und für More Better Alloys darf ich noch vorher den Arc Furnace mitmachen, weil ich habe ja sonst nichts Den Besseres zu tun. Arc Furnace. Ja, weil deine Vorquest davon ist. Wo? Der ist in Factorio drinne. Rückenmanipuliert. Ah, scheiße. Arg von Atze. Ja, kostet halt wieder tonnenweise Eisen, das ist das Hauptproblem hier. Das stimmt leider. Aber ey, wir können jetzt die Ender Chest uns bauen und den Ender Pouch und den Ender Tank. Vorausgesetzt, wir hätten Enderperlen. Davon haben wir bestimmt zwei oder drei rumfliegen. Glaube, drei haben wir rumfliegen. Wobei ich eher sagen muss, der Tank ist eigentlich bis auf die Aether-Perlen eigentlich günstig. Die Aether-Perle ist auch nur teuer, weil du dafür 1000 Millibuckets Resonant Ender brauchst, also 5 Ender per Maus insgesamt für die Perle. Die Perle brauchst du auch. Also eigentlich ist nur diese Perle das teure. Der Rest ist eigentlich günstig. Die Blaze Shots muss man halt nur gucken, ob wir die noch haben oder sonst holen. Dann brauchst du eine Wolle, eine Gold Chest und zwei Obsidian. Das gleiche Gefühl brauchst du auch für den Tank, bloß dass du statt der Kiste einen Cauldron brauchst. Und für den Pouch brauchst du halt Leder und statt Blaze Rods Blaze Powder und halt diese Perle. Okay. Also die Dinger sind eigentlich recht günstig. Das stimmt. Das stimmt wirklich. Okay. Aber So, also, komm. Mach du mal fertig jetzt hier. aber wir sind leider am Ende der Folge angekommen. Na toll, das meine ich damit eigentlich nicht. Na toll. Gut, dann würde ich sagen, schauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.